So, hallo an alle zur nächsten Let's Play-Folge. Ich bin noch am Abbauen von der ganzen Geschichte hier. 1, 2, 3. Warum ziehe ich eigentlich mit? Brauche ich doch gar nicht. Ich ziehe nochmal kurz hier immer noch und dann entfernen hier unten drunter die Fackeln. Die Frage ist, was schneller abzubauen ist. Sind das hier die Schienen oder sind das die Blöcke unter den Schienen? Weil dann würde ich mich da durchbügeln zuerst. Ich glaube, es ist immer noch das Schnellste. So, entfernen, entfernen, entfernen. Theoretisch könnte ich einfach einmal Wasser jetzt hinschmeißen, damit das Ganze weggeschwemmt werden, weil es mein allererster Gedanke, aber mein Gott, Spark, du bist ein Nether, das Wasser würde verdampfen. Hab ich jetzt noch nie getestet, aber ich glaub's mal. Komm, hier schon wieder Spitzhacken weg. Wie viel verhaue ich hier denn? Komm, hier gleich 3 Stück auf einmal. So. Wuff. Und dann geht das jetzt doch hoffentlich mal schon eher. Fackel nehme ich mit. Und, alles mögliche nehme ich auch noch mit. Nämlich, ich baue nochmal komplett die gesamte Konstruktion ab, auch wenn ich die Nethers oder Netherracks normalerweise stehen lassen könnte. Ich nehme sie halt mal mit, so. Piss noch mit ab, Fackeln und alles komplett mitgenommen. So. Hier noch einmal das. Der Zombie-Pigman sieht so aus, als ob er mir gerade gleich beim Abreißen helfen will. Die Frage ist, ob er das Zeug abreißen will, die Schaltung oder ob er mich zerreißen will. Das ist jetzt auch die andere Frage. Im Moment ist er noch friedlich. Aber die greifen ja zum Glück nur an, wenn du sie auch angreifst. Neutrale Mobs im Nether sind eigentlich ein bisschen... Ich weiß nicht. Uah, ah, verdammt, ich wollte doch nur abbauen. Nein, es sind zu viele. Ah, das Schwert ist kaputt übrigens. Wow. Und ich kann nicht sprinten. Sorry. Hab's nicht böse gemeint. Sorry. Ich glaube, wir sind auch noch irgendwo welche. Dich wollte ich doch gar nicht. Ich wollte nur die Sachen abbauen. Und ich habe kein Schwert mehr, ich weiß. Aber ich wollte mir erst eins machen, das enchanten, weil ansonsten habe ich irgendein Schwert umsonst erstellt. Und wenn die Ressourcen alle sind, müssen wir auch wieder Rohstoff farmen und so. Ist immer noch sauer auf mich? Ja, also immer noch. Autsch. Autsch. Ja, da sind viele sauer auf mich. Ich glaube... Kann ich mich hier blicken lassen? Nein, kann ich noch nicht. Wow. Hier, komm, ich habe genug Pfeile. Komm, töte doch einfach ein paar Zombie-Pick mehr. So, den da noch. Oh, knapp über dem Kopf. Okay. Okay. Ich glaube aber links mal, dass ich nochmal zurückgehe. Und folgendes tue. Laufe. Einfach nur mal ein bisschen weglaufen. In der Hoffnung, dann sind die nicht mehr sauer auf mich und greifen mich auch nicht mehr an. Ich hoffe es mal. Und dann gehe ich gleich wieder zurück und sammle das ganze Zeug ein. Und vielleicht, was auch noch gut wäre, dass ich demnächst mal nach dem Folgenende mich... für heute ist es schon für heute die letzte Folge. Dann werde ich mich mal an die XP-Farm wieder hinstellen und ein bisschen Level farmen, sodass ich dann den Diamantschwert machen kann, was ich auch verzaubern kann. Na. Oh, dann halt nicht. Ist er weggeflogen. Und, joa. Ne? So, Haltestelle hier vorne zum Aussteigen. Wenn du allerdings weiter willst, dann fährst du ordentlich weiter. Die Frage ist, ob ich zu den Dingen auch ein Tutorial machen sollte. Mini-Tutorial vielleicht. Das weiß nicht. Können wir das Hauptkanal? Doch, ja, doch. Könnte ich auf dem Hauptkanal hochladen. Das Hauptkanal ist auch ein bisschen blöd dann, weil das geht ja auch im Hauptkanal mit Tutorials. Ich glaube, das mache ich aber wenn dann 2 an einem Tag, dass ich das gleich mit hochlade, weil es wäre fies, so ein Mini-Ding für ein Wochen-Tutorial zu nehmen. Das wäre richtig blöde. So, ich gehe nochmal zurück, dann guck nochmal, ob die immer noch so sauer auf mich sind. Oder geht's mittlerweile wieder? Geht's wieder? Die haben mich gerade gesehen. Es geht wieder, danke. So, demnächst einfach mal ein bisschen weiter weglaufen immer. Hier vorne ist der Redstone. Alles einsam so. Da ist mir einer vor die Flinte gelaufen, ich habe aus denen gehauen. Das war aber echt blöd. Und dann... Plopp, zack, zack. Und hier auch wieder, kommt mal alles wieder zu, wo, so wie es war, wenn so, insofern die ganzen Blöcke ausreichen. Und vor allen Dingen würden mich noch Items, die unten drin liegen, wieder rausploppen. Und, genau, was ich auch noch sagen könnte, wollte, sollte, auf dem Zweikanal kommen, gelegentlich vielleicht erst noch mal so ein paar kleine Vlogs, aufgenommen mit der iPod-Kamera in Real Life. Oh ja.
Ich weiß, wer es nicht gesehen hat, viele werden es kennen, aber ich sag's dann immer nochmal. Werde mich natürlich, wie gesagt, dann auch eigentlich nicht zeigen, aber vielleicht einfach so spontanes. Dafür ist YouTube ja auch da. Das ist ja eigentlich so eine Plattform für auch unprofessionelle Sachen, sag ich jetzt mal. Kamera aufgenommen, man schaut sich's gerne an, hat gut unterhalten, gut ist. So, und deshalb kommt da vielleicht dann demnächst auch mal wieder was. Mal gucken, ob ich dann noch irgendwie eine Art Format oder exaktes Format hinkriegen kann. Ansonsten erst so Vlogs nebenbei, Spontanaufnahmen, vielleicht mal, wenn ich auf dem Server bin oder ähnliches, dass sowas wieder kommen. Ja. So, ich hoffe, ich habe alles eingesammelt und dann will ich schon mal anfangen zu bauen. Oder nee, pass mal auf, mache ich gar nicht. Ich fange nicht an zu bauen. Ich mache zuerst mal eines. Da ich ja kein Schwert mehr habe, müsste ich mir mal wieder eins craften. Das wäre aber ein Diamantschwert und ein Diamantschwert, das ich verzaubern werde auf Level 50. Das heißt, ich gehe jetzt zur EP-Farm und stelle mich da ein bisschen AFK hin, lasse ein paar Spinnen oder was auch immer kommen und dann, würde ich sagen, in der nächsten Let's Play-Folge müssten wir dann ordentlich Experience farmen können. Das heißt, wenn ich dann morgen komme, dann mache ich PC an und das stelle ich nochmal eine Stunde hin oder zwei und dann geht's ordentlich im Sinn von Leveln. Sonne geht runter, das ist auch Wurst gerade. Die Sachen lasse ich übrigens alle im Inventar drin. Ach ja, komm hier, Skelett beim Tageslicht ist auch morgen. Ach, es ist gerade erst morgen. Ja, jetzt brennst du, gell? Jetzt brennst du. Ach, und du löscht dich wieder in Wasser. Pass mal auf, ich zeig dir mal einen Trick. Wow. Na. Ich kann nicht... Pass mal auf. Das ist jetzt der Feu... wie war's nochmal? Feuerzauberspruch. Oh, Stickies. Da habe ich Stickies. Wie war das nochmal? Feuerzauberspruch. Gibt's das, Incendio oder so? Incendio? Gibt auch einen Entzündungszauberspruch von Harry Potter, oder? Ich habe ihn leider... vergessen, auch wenn ich sehr, sehr viel Harry Potter gelesen habe. Früher mal auch öfters mal die Bücher durch. Moment, pass mal auf, so, zack, brenne. Ich habe dich gerade hier verzaubert. Los, brenn. Hat geklappt. So, Pfeile ansammeln, Knochen ansammeln, dann geht's weiter. Incendio, oder? Incendio. Oder bin ich jetzt ganz falsch? Gib mir die Bestätigung oder einen Schlag auf den Hinterkopf, wenn's falsch war. Aber, also, ihr müsst euch so vorstellen, der Schlag auf den Hinterkopf oder sei es auch auf die Backe, der darf nicht zu lasch sein, also es muss schon noch klatschen, aber dann, wenn dann lässig, so mit der Rückhand, ne? Nicht zu leicht, sondern noch so fest, dass es klatscht, lässig mit der Rückhand. Okay. Ja. Habe ich übrigens jemandem einen Tipp gegeben. Erst vor kurzem. Es war ein Mädchen oder eine Sie, und die hat so gemeint, ja, ihr Freund ärgert sie die ganze Zeit. Habe ich gesagt, pass auf, schlag zurück, am besten mit der flachen Rückhand, aber noch so fest, dass es klatscht. Und deshalb war das jetzt so eine Anlehnung daran eigentlich. Natürlich, ich weiß, worum es geht, es ist eher mehr so Insider. Aber, naja, Schwachsinn. Ich erzähle viel Schrott. Ich könnte einen Schrotthandel aufmachen. Fällt mir gerade ein. Oder so ein Althändler. So Eisen, Althändler für Eisenbahn könnte ich aufmachen. So, da kommen schon die ersten Spinnen. Wie die EP-Farm funktioniert? Tja, das ist jetzt die Frage. Ich besitze so ein Ding, wer es neu zugeschaltet hat, der wird das vielleicht noch nicht kennen. Ich würde dann einfach mal sagen, ne, dann könnte man ja mal nachschauen bei den letzten Let's Plays. Wer sehen möchte, wie ich diese Folge hier oder wie ich das Ganze gebaut habe an sich. Ich habe das Glück gehabt, zwei Spawner nebeneinander zu finden. Das habe ich auch im Let's Play gemacht. Der kann das schauen. Ich glaube, so bei Folge 250, 253, 254 bin ich gerade am Bauen von der ganzen Geschichte hier. Und da müsste einiges zu sehen sein. Ich habe hier also wirklich komplett den Let's Play aufgebaut. Und sozusagen EP-Farm zum selber basteln. Und nebenbei erwähnt, hier ist ein Spawner, da ist ein Spawner zufällig. Und hier hinten ist übrigens noch ein dritter Spawner. Ja, die sind sehr, sehr nah aneinander. Nur den konnte ich nicht mehr anschließen an die Falle hier vorne. Weil ich, wenn ich mich hier stehe, der Spawner keine Maus mehr spawnen würde, denn Mobs spawnen nur, wenn man sich näher am Spawner befindet. Jetzt kommt endlich der Gegner raus. Als 15 Blöcke. Ach ja, ich bin müde. Ja, wir haben auch schon, warte mal, man sagt die Uhr, 11:45 abends, an einem Donnerstag. So. Und nur ein bisschen spät auf, ich weiß. Aber auch nur, weil ich sonst dann vorher irgendwie nicht dazu komme oder weil im Moment irgendwie Situation scheiße war am Tag. Ja, die Enttäuschung, die das normale Leben so mit sich bringt, ist so eine Sache. Könnte ich jetzt wieder philosophieren ohne Ende, aber das gehört dann, glaube ich, nicht hier rein. Das ist dann so eine ganz andere Geschichte.
Und ja, ich hätte vielleicht eine Idee für ein Format, für einen Zweitkanal noch, fällt mir gerade ein. Müsste ich mal gucken, wann ich das anschneide. Vielleicht kommt demnächst auch bald ein Intro-Video ähnliches. So, dann würde ich sagen, gehe ich mal ganz geschmeidig hier rein und mache die Klappe zu, stelle mich hier unten hin und warte mal so ein paar Stündchen, bis hier unten alles voll gesammelt hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Let's Play-Folge. Danke fürs Zuschauen und tschüssen. Ach genau, nebenbei noch reingeschoben. Über eine Wertung würde ich mich natürlich auch freuen. Mal gucken, ist immer so, wenn man es erwähnt als Erinnerung, dann bringt es tatsächlich was. Dankeschön und tschüssen.